Hallo, heute befinde ich mich hier auf der Wasserspitz bei ca. 1500 Höhenmeter. Und hier oben auf der Wasserspitz gibt es kaum Wanderer. Warum? Weil die allermeisten hinter mir auf die Bodenschneid wandern. Und das zeige ich dir mal. Hier oben, die Bodenschneid befindet sich nur 100 Meter höher und trotzdem rennen da oben alle drauf. Ein sehr schönes, großes, markantes Gipfelkreuz. Und ein paar Wanderer sind dort auch zu sehen. Dann am Fuße dort gibt es doch noch eine ganze Menge Schneefelder. Wir haben zwar jetzt Ende Mai 2016 und doch noch einiges an Schnee, so ab 1,5, 1,6 Höhenmeter. Ja, dann dort rechts befindet sich der markante Wallberg. Und hinter den Tannen hier rechts befindet sich der Tiggernsee. Ist nicht ganz so schön zu sehen durch die Tannen. Aber ich zoome da mal ein bisschen ran, da kann man es vielleicht so ein kleines bisschen erkennen, den Tiggernsee. Ja, was haben wir noch hier? Die ganzen wunderschönen Schlierseer Berge hier vor uns. Direkt vor uns mit der Wiese befindet sich der Rainerkopf. Dann ganz gegenüber, dort befindet sich der Wendelstein. Dort gibt es sowohl eine Zahnradbahn hinauf als auch eine Seilbahn. Und dort oben auf dem Kamm eine kleine Kapelle, die Freudenreichkapelle. Dann nochmal ein Blick hinunter in das Tal. Dort kann man sehr gut Kaffee und Kuchen essen. Dort befindet sich die Bodenschneidhütte, das Bodenschneidhaus, dort unten. Dort rechts wieder die Bodenschneid und ganz hinten befindet sich das Sonnenwendjoch. Das Sonnenwendjoch markiert bereits die Grenze zwischen Deutschland und Österreich und ist der höchste Berg hier im Mangfallgebirge. Ja, und mit diesem Blick hinunter ins Tal verabschiede ich mich dann heute hier von den Schlierseer Bergen.